Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP, perfekt. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir... warum liegt denn hier alles am Boden? Scheint wirklich was zu werden. Ich habe es vor 5 Minuten gemacht. Hi, wie geht's dir? Wir haben ein bisschen Käfige gebaut, und dann haben wir hier so Missionen noch gemacht hier von... Okay. Von... Oh, das hat mich überladen, ehrlich. Hat irgendwas... Kann irgendjemand von euch was kaufen? Sehe ich es richtig, dass du handeln willst? Ja. Ja, okay. Und ja, in dieser Folge werden wir noch Aluminium. Warum hat niemand Aluminium zu verkaufen? So, ich habe, glaube ich, ein paar Sachen, die ich hier verkaufen kann. Planke zum Beispiel. Und ich habe jetzt gesagt, was wir in der letzten Folge gemacht haben, ich bin jetzt voll aus dem Ruder. Jedenfalls, wir werden heute in Bunkerhall mal ein paar Leute hier, warte mal, Hancock. Komm hierher! Hey, was ist los? So, Raketenwerfer. So, kauf mir das ab. Hi. Willst du handeln? Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Vielleicht. Willst du was kaufen oder verkaufen? So, ich habe den Typen jetzt gesagt, was, ich glaube, wir haben denen gesagt, dass die Mission vorbei ist, obwohl ich denen gar nichts gesagt habe. Aber okay. Komm weg. Auch. Ja, dann kaufe ich irgendwie eine Patrone. Perfekt. Gut. Dann leiden es. Ja, Preston, mit dem müssen wir reden, um unsere Erfahrungspunkte abzuholen. Mach mal. Und ich weiß, was ich aufleveln werde, auch wenn das nicht so spektakulär ist. Warte mal. Ich kann da jetzt schon aufleveln, ne? Hat auch so ein bisschen Sachen hier. So, es sind nur 3 Erfahrungspunkte, aber wenn ich das hier mit jedem Teil mache, dann stapelt sich das halt, ne? Deswegen tue ich jetzt überall Essen und so mitnehmen. Das ist irgendwie Kleber, den man sich herstellen kann. Das Gemüse. Und ja. Oh, ich höre Gegner. Kommt her. Wo seid ihr? Wer wagt es hier, eine verbündete Siedlung von mir anzugreifen? Den bringe ich um. So. Mal wieder nach Diamond City. Wo denn? Okay, dann nicht. Rennen wir schnell zu Preston, um uns unsere Erfahrungspunkte abzuholen. Ich werde gerade auf, ich werde wahrscheinlich nicht die besten Fähigkeiten und so weiter. Alles so am Ende des Projektes, je nachdem wie lange es noch dauern wird, bekommen, aber ich glaube, Aufleveln ist in dem Spiel nicht so ein Problem. Also wenn ich wollte, könnte ich bestimmt volle Möhre aufleveln. Ja, und ich betrieb wieder hier mein Gebiet da hinten. Irgendwie leckt es schon wieder dann. Und. Ja. Wenn ich wollte, könnte ich bestimmt hier volle Möhre hochleveln. Aber. Wow, ist noch nicht Textur geladen. Aber was soll's. Ja, schon irgendwie hinkriegen. Weil wenn ich jetzt immer Essen und so herstelle, müsste ich ja jetzt noch viel schneller aufleveln. Ich habe vorgenommen, mir Wahrnehmung mal aufzuladen, weil ich bräuchte da einen Skill, den ich gerne haben möchte. Und zwar gibt er mir... Warte mal, ich möchte irgendwo pennen. Dann kriege ich so 10% mehr Erfahrungspunkte. Und hier sind immer noch Melonen, was? Weil ich möchte meinen gut ausgeruht Erfahrungsbonus bekommen. Aber wenn ich solche Sachen immer wieder beachte, dann... Stapelt sich da alles erfahrungsmäßig. Tue ich eigentlich nur die Zeit verkürzen, ja. Na, Preston, du sagst mir jetzt, ja, schön, wir haben noch irgendwo eine Siedlung, die Hilfe braucht. Ja, und jetzt, oder ich sollte vielleicht mit den Leuten hier mal reden, die haben ja auch bestimmt auch irgendwelche Sachen noch zu erledigen, ne? So, jetzt sage ich euch, was passieren wird. Ich gehe auf ihn los, er sagt mir bla 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 irgendwas. Dann kann ich ihn ansprechen. Das stört mich allgemein im Spiel.
Ich gehe auf jemanden los, will den ansprechen, aber ich muss mir erst anhören, was der zu sagen hat, weil ich in den seine Nähe laufe. Hier, pass auf. Ich habe die Gude erledigt. Ah, diesmal hat das nicht geklappt. Okay, er hat mich nicht gesehen, wahrscheinlich. Nicht zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht... Ich habe da noch was. Ich habe Nachricht von einer Siedlung. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Ja. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Du bist doch so ein Langweiler, ne? Warum ist mein Mikrofon so? Ich habe den entführten Siedler gerettet. Wir haben jetzt eine weitere Siedlung auf unserer Seite. Gut, zum Teufel. Ein weiterer Erfolg für die Minutemen. Wenn du Zeit hast, Seite. Ich hätte da noch was, um das du dich kümmern könntest. Ah. Was könnte man daraus machen? Pass auf, gleich steht da wieder. Führung bei Abernet Farm oder irgendwie so. Was? Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was ist los? Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere... Wir wissen, wo schon sie sind. Schon wieder da. Keine Sorge. Das hoffe ich. Dann ist schon wieder diese Oliver Station, wo ich schon 5-mal war. Meine Güte. Immer und immer wieder in dieser Station. Warum kann ich da nicht irgendwie sagen, ja, die habe ich schon erledigt. Was zum Teufel? Meine Basis ist irgendwann explodiert, hallo? Wer zum Teufel? Hey, wie geht es dir? Da war eine riesige Explosion. Hey. Ich habe den Schwierigkeitsgrad nicht runtergestellt oder so. Das Ding ist einfach nur so stark, habe ich das Gefühl. Alter, ist hier das Ding explodiert oder was? Ey. Das war nicht so ein Schrecken. Habe ich jetzt schon jemanden gefangen? Nee, ne? Doch, was? Habe ich echt schon jemanden gefangen? Wie sehe ich jetzt, ob da jemand drin ist? So, und die kann ich dann irgendwie so kämpfen lassen oder was? Die täglichen Entscheidungen über Leben und Tod, die Menschen treffen müssen, okay, sind sicher eine große Belastung. Gut, keine Ahnung. Jetzt werde ich hier so gefangen. Keine Sorge, Sir. Keine Ahnung. Bin ich bei dir irgendwie fortgeschritten jetzt? Willst du dir den Tag ein bisschen aufhellen? Ja, okay. Level Up habe ich bekommen. Ja, damit. Ich will Wahrnehmung aufleveln, glaube ich. Ja. Ich glaube, ja. Aber ich möchte das hier haben. Du verkehrst ja wie ein Spiel. Du hättest sofort plus 10 Energieresistenz. Das heißt eigentlich genau das gleiche wie Härte. Also hier. Nur halt für Energieresistenz. Also für Laserschüsse und all sowas. So, dann heißt, ich brauche 1, 2, 3 Level Ups, 4 Level Ups, um dahin zu kommen. So, und Wahrnehmung, das sorgt dafür, dass ich besser in VATS zielen kann. Also mach mal das mal. Der Sprengstoffschaden ist natürlich auch nicht schlecht. Jetzt brauche ich nur 1, 2 Level Ups, dann kann ich das nehmen und dann beim dritten Level Up kann ich dann das nehmen. Macht das Sinn? Ja, okay, gut. So, dann mit den Keeping muss ich natürlich noch ein bisschen gucken, wie ich das mache. So, was haben wir denn jetzt wieder? Sanctuary, City Raider, Baumiele auf. Ach, der kam gar nicht dazu. Dann müssen wir auch mal irgendwann machen. So, Danze, was ist überhaupt mit deiner blöden Patrouille hier? Ich kann das immer noch nicht machen, ne? Identität bestätigt. Paladin. Unsere Mission fortzusetzen, Soldat? Hängt davon ab. Wie fühlst du dich? Allzeit bereit. Wenn du bereit bist, bin ich. Ah. So. Jetzt nicht. Kein Problem. Alter! Warum ist, warum ist meine Basis heute so gefragt? Meine Erfahrungspunkte. Oh,
Oh, hallo. Was denn? Streuner? Achso, du bist doch bei mir, ne? Siehst du ein bisschen anders aus. Warst du nicht schwarz? So. Entschuldigung. Okay, ich hatte jetzt vor, in Sanctuary jetzt mal mit den Leuten zu gehen, mit Marcy Long und also den Typen. Wir haben bestimmt auch noch irgendwelche persönliche Sachen, die ich für die erledigen kann, ne? Quasseln wir einfach ein paar Leute an, gucken, was die für uns zu tun haben. Das ist so meine Devise jetzt, weil langsam wiederholen sich die ganzen Sachen immer. Ich weiß nicht, ob ich wieder zu dieser Olivia Station hingehe. Sind ja schon wieder gerade zur Erfahrung, da muss ich schon wieder die Raider besiegen, die ich, mal gucken. Bis jetzt sehe ich noch keinen Unterschied jetzt. HTS, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, wo ich meine Käfige und so aufbaue. Schwierig. Warte mal. So. Fragen wir erstmal Mama Murphy, warte mal. Die produzieren mal sehen, was du verkaufst. Hörspiele. Du solltest sie dir mal anhören. Ja, genau, meine ich. Mal sehen, ich spreche mich jetzt an, ich konnte sie nicht anreden während der Zeit. Na. Bestimmt irgendwelche gute Sachen, die ich verkauft. So, Mama Murphy, was geht denn? So Spaß, vor allem sieht sie ganz. Man braucht kein drittes Auge, um zu sehen, was du für diese Leute getan hast. Hey, ja, schon, jetzt muss ich schon wieder warten. Auge hier. Dieses Mal brauche ich. Mein Ding. Ja, hier, bitte. Oh, das fühlt sich großartig an, nicht wahr? Hancock hat das gefallen. Langsam formt sich ein Bild. Du kämpfst für das Volk. Ihr arbeitet zusammen. Vereint. Ich sehe ein Land, das wieder Hoffnung hat. Die Angst vergeht, als die Tapferen vortreten und sich zusammentun. Du bist ein Held. Ein Symbol für eine bessere Welt. Unsere Welt kann nicht... Dachte fast, ich bekomme keine Luft mehr. Mein Herz pocht wie verrückt. Muss mich erstmal ausruhen. Mama Murphy. Mir geht's gut, Kind. Muss es nur ein bisschen ruhiger angehen lassen, bevor ich das dritte Auge nutze. Kann ich nicht nochmal mit dir reden? Nein, okay, tschüss. So, Yun Long. Ich habe mit euch Leuten, glaube ich, noch nie geredet. Nimm's Marcy nicht übel. Sie verarbeitet den Verlust auf ihre eigene Art. Ich will nur ein bisschen handeln. Ich hätte mehr tun sollen. Hoffentlich bezahlen die Raider für ihre Taten. Wenn ich irgendjemand eine persönliche Quest neu jetzt erledigen, habt ihr nicht irgendwelche Probleme oder so? Nicht, wo ich lösen kann. Ich suche nach Quests, hallo. Nimm alles an. Na, 50 Kronkorken. Schon wieder was. Braucht jemand Hilfe, dann helfen wir. Braucht jemand Schmerz, dann tun wir. Fist sein schlechter Anführer. Können wir ein paar Sachen tauschen? Ich glaube, mit denen kann ich hier nichts machen. Strong sehen viele neue Sachen mit, Mensch. Weißt du was? Zeig unserem Gespräch für richtig. Dann gehen wir mal zu Bunkerl, nach Bunkerl. Da sind, glaube ich, auch Leute, mit denen habe ich noch nie geredet, so die Händler und all sowas. Was mich neugierig macht, ist, dass da unter einem so einem Laden so ein unzugänglicher Keller ist. So eine Tür, so ein Lager oder irgendwie sowas. Und okay. Und da will ich mal rein irgendwie, falls ich da rein kann. Also muss man da irgendwie reinkommen, bestimmt. Und irgendjemand steht bestimmt in Verbindung damit. Deswegen fasse ich die Leute hier mal alle an. Und als mich in Diamond... meine Güte, heute habe ich es irgendwie mit dem Aufstoßern. Als ich in Diamond City ja mit ein paar Leuten geredet habe, die haben mir auch immer wieder irgendwelche Sachen gegeben. So um erledigen und ja. Machen wir auch hier mal.
Und vielleicht auch irgendwann mal in Dingens hier in, wo Hancock herkommt. Er kann sich hier keiner eigentlich von alleine verteidigen. Und so stelle ich eigentlich die blöden Dinger immer auf, die ganzen Geschütze und so. Mama führt die Praxis. Sei also lieber nett zu mir. Hallo. Vielleicht werde ich mal Ärztin. Oder mach eine Scharfschützenausbildung. Ja. Ist ja irgendjemand mit Namen. Einer, der ohne leeren Magen endet. Scheint wirklich was zu werden. Nichts für ungut, aber du gehörst. Sind wir die ganzen hier, zum Beispiel? Hey, musst du übernachten? Greif zu, bevor es jemand anders tut. Motel. Ist das so eine Art Motel? Ich bevorzuge Absteige. Aber sag das nicht, Dad. Das macht ihn wütend. Wenn Karawanen in die Stadt kommen, brauchen sie einen Platz zum Schlafen. Also vermieten wir alle Betten. Also, greifst du zu? Wie viele Karawanen kommen hier durch? Alle. Ihnen gehört eigentlich die ganze Stadt. Aber das Geld muss trotzdem fließen. Also wissen Sie, welche Karawane welche Schulden hat. In Bunker Hill kann man mit Geld alles erreichen. Raider-Problem? Bezahl sie. Problem mit Vorräten? Kauf mehr und berechne mehr. Hey, haben wir uns nicht gerade über das Zimmer unterhalten? Brauchst du eins? Bunker Hill kauft sich also von Problemen frei? So läuft das hier. Bei den Karawanen geht es ums Geld. Und alle, die sich hier niederlassen, waren früher in den Karawanen. Das heißt nicht, dass man in Bunker Hill nicht weiß, wie man ballert. Aber warum Kugeln verschwenden, wenn man sich Ärger mit Geld vorm Leib halten kann? Hey, willst du jetzt das Zimmer oder nicht? Kein Interesse. Was Besseres findest du nicht? Wir sind die einzige Absteige in der Stadt. Ah, was mit wir dir? Einen Vorrat an nur ein bisschen Sieder, okay. Alles ziemlich gut. Alles und frisch dahin, alles da. Ich habe hab ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier ist mein Angebot. Nix. Hi. Da hat geöffnet. Werd nur nicht so betrunken. Gehört hier das? Ah, da stand ein Auftrag. Eigentlich gehört hier alles den Karawanenkompanien, die hier durchziehen. Wir der Typ in der Bruderschaft hier, der Händler, der hat doch, glaube ich, auch irgendwie Aufträge noch, ne? Aber wenn es um die Getränke geht, gehört also wahrscheinlich wieder wiederholbare Sachen. Gibt es hier Arbeit? Also, da gibt es eine Sache... Dad, du schickst ihn doch wohl nicht auch auf diese sinnlose Suche. Hey, er hat es erwähnt, nicht ich. Wie ich gesagt habe, bevor wir Savoldis durstigen Karawanenarbeitern Fusel verkauft haben, waren wir Minutemen. Mein Großvater, Brent Savoldi, war der Letzte. Er starb direkt vor Morton im Kampf gegen Raider. Wenn du einige seiner Habseligkeiten finden könntest, würde mir das viel bedeuten. Wenn der Preis stimmt, könnte ich helfen. Morden ist nicht allzu sicher. Ich denke, ich könnte 200 Kronkorken springen lassen. Ah, okay. Irgendeine Idee, wo er gefallen sein könnte? Irgendwo nordöstlich von Morden. Da haben sie die Leichen der anderen Mitglieder seines Trupps gefunden. Die Raider haben sie auseinandergenommen, die Leichen verstümmelt. Früher konnten die Minutemen gegen das Institut bestehen. Aber irgendwann waren selbst Raider zu viel für sie. Ich finde deinen Opa. Aber nimm dich in Acht. Ich will nicht noch weitere Tote auf meinem Gewissen haben. Weil wir hat schon welche dahin geschickt, ne? Das ist ein Spiel mit dem Leben. Jedes Mal. Gule. Stimmt, in Fallout New Vegas gab es irgendwie so ein Spiel, das hieß Karawanen, ne? So, war ich da schon mal? Da kann ich nicht mal hingucken. Weil nicht. Habe ich das mal gespielt? Ich habe, glaube ich, gar nicht kapiert, oder? Oder? Ich verwechsel jetzt das irgendwie mit diesem Kartenspiel aus Knights of the Old Republic. Wie ist das nochmal? Ich glaube, das war ähnlich, hat dem Fallout New Vegas. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das hieß aber Karawane, ich weiß das noch. Nee, da braucht man irgendwelche Chips, ne? Boah. Oh, hier, schon wieder. Warte mal. Oh, das ist eine Truhe. Ja, aber das ist die Toreskralle. Flitzer hat. Die ist letztens abgehauen, die soll immer noch irgendwie hier, ne?
So, hier kam ich ja nicht zu erkunden, wegen Todeskralle. Oh, geil. So, gehen wir nochmal da rein. Ups. Oh. Bin automatisch hingegangen. Okay. Machen wir auch erst sehr kurz. Ich komme hier irgendwie nur an Ort vorbei, wo wir schon vor kurzem waren. Opas, halt wohl ich zu. Hast du ihn jetzt so gesehen? Hast du Angst? Dann muss man zugreifen. Wir waren noch nicht fertig. Rindy, ich sehe ihn nirgendwo da. Letzte Chance wegzulaufen. Ich mach dich kalt. Ich soll das nächste auch Stärke irgendwie so erwähnen. Ja, kann Bock. So, Red Kakerlake Fleisch wegen. Nein. Oh. Wegen Kochen und so, ne? Skate! Aber auch. Nichts mehr neu gespawnt oder so, ne? Gut. Das ging schnell. Keine richtige Mission oder so. Blah. Blah. Okay. Bin irgendwie planlos in diese Aufnahmesession gegangen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Gibt bestimmt noch Sachen, die ich erledigen kann. Oh, ich bin ja kurz auch erst irgendwie sinnlos durchs Ödland gelaufen und so und was sonst nicht, was ich machen soll. Also an Inhalt mangelt es sowieso nicht. Ich werde schon irgendwas finden. Ob ich jetzt irgendwo mit einem Ziel hingehe oder nicht, das ist ja vollkommen schnuppe. Okay, nein. Gehen wir da schneller hin. Und geben den Hut ab. Ich sollte mir ihn vielleicht mal angucken. Vielleicht gibt er irgendwelche geilen Werte oder so. Aber ich trage ja den Helm, also kann ich halt nicht machen. Warum kann ich eigentlich nicht einen Helm und einen Hut tragen? Das wäre doch awesome. Aber naja. Wir haben halt auch schon aufgenommen. 1, 2, 3, 4. Das ist der 4. heute. Dabei tue ich diese Woche wieder mehrere hochladen, weil ich bis jetzt nur noch Fallout als Projekt habe. Broforce, Tales of Hysteria, alles vorbei. Ja. Nur noch Fallout 4. Plus Projekt, was ich plane. In Zukunft. Steh auf, Mann. Steh auf! Ich habe deinen Opa gefunden. War nicht viel übrig. Bis Hut, Hut. Auf diesen ja, Hut. Na, lass dir Zeit, Al Bundy. Opa Sevoldi. Verdammt. Die Leute auf dem Hill haben eine schlechte Meinung von den Minuten. Sagen, sie hätten sie im Stich gelassen. Aber mein Großvater war ein Held. Da gibt's keine andere Meinung. Ja. Er starb im Kampf für das Commonwealth. Alle sehen in ihm einen Helden. Ich wünschte, das würden noch mehr so sehen. Hey, ich hab von dir gehört. Du baust die Minutemen wieder auf. Viel Glück mit Kessler. Aber behalte den Hut. Mein Opa hätte gewollt, dass er getragen wird, statt in einer beschissenen Bar zu hängen. Na gut, 200 Kronkorken. Das ist jetzt mal nicht. Wo ist das Ding denn hier? Ist die Werkbank, also die Werkstatt. Wo ich aus Kronkorken und so abholen kann. Dann würde ich noch gerne ein bisschen Geld abholen. Aber mache ich wahrscheinlich ausgehen oder auch nicht, weil das hier ist. Ja. Langsam aber sicher, ne? Gut, dann
beende ich den Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Was machst du hier? Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.